was ist los? Elena, was ist passiert? Ja, wie man sieht, bin ich tatsächlich eine Nette, weil sie tat mir leid, als sie geweint hat. Ich hätte sie auch nicht nach dem, was alles war, auch nicht trösten müssen, aber ich weiß nicht, ich bin da anders. Wolltest du gehen? Ich will gehen, ja, ich will gehen. Quatsch, hör auf, die paar Tage. Nur noch heute und dann gucken. Aber da hier drin ist doch alles so falsch. Jeder lacht jedem ins Gesicht, Mann, und jeder lästert über jeden. Nach zwei Wochen zeigt er sein scheiß Gesicht, sagt er mir hier, mach dich vom Acker, wer bist du? Wer bist du, mir das zu sagen? Mach dich vom Acker. Ich will gar nicht wissen, was alles abgegangen ist in den Kack-Interviews. Und niemand hat den Mut, dir dann ins Gesicht zu sagen, was ist. Ich glaube, dass ganz viele hier lästern, mit denen man auch immer geredet hat. Elena, beruhig dich jetzt. Komm, hör auf zu heulen. Hier hat immer jeder über jeden gelästert. Ich habe keinen Bock, meine Zeit hier zu verbringen, irgendjemand blöde anzumachen, weil die sind das alles nicht wert, musst du dir denken. Was spielt er für eine Rolle in deinem Leben? Gar keine, oder? Ignorieren. Ja, aber ich lasse mir nicht so etwas sagen von einem Vater. Verstehst du nicht mal, mein Vater redet so mit mir. Ja, ich scheiße auf ihn, logisch, scheiße ich auf ihn. Ich finde, bei Elena merkt man, dass ihre Gang nicht mehr da ist. Diese starke Sicherheit, die sie hatte, als die beiden da war, ist nicht mehr so da. Ich bin auch alleine hier drin, ist mir scheißegal. Ich vertraue und glaube hier gar niemandem mehr, niemand. Dafür nur mir ist das selber. Spiel auch nicht da. Ja, ja, jetzt habe ich es aber auch noch mehr bemerkt. Sag dir mir, mach dich vom Acker. Wie witzig. Oh ja, er wollte mich einschüchtern. Ich habe ja so Angst vor ihm. Der gute Mensch. Die ganze Stimmung im Camp ist echt am Boden. Elena ist halt anders und das muss man halt akzeptieren und irgendwie respektieren. Aber Sven ist da nicht so feinfühlig, sage ich jetzt mal. Der haut einfach drauf, wie der Sven halt ist. Hast du mit ihm mal geredet? Warum soll ich mit ihm reden, Prinz? Ja, weiß ich nicht. Dass er dir... Er hat mich angemacht und das bleibt so. Ja, okay. Also du weißt, er hat es nicht böse gemeint. Es war böse und es bleibt böse. Ich weiß, du bist neutral, du stehst nicht auf meiner Seite, auch nicht auf seiner Seite. Ich kann dich verstehen, aber ich kann auch, also... Du kannst Sven verstehen. Ich kann verstehen, dass er aus seinem Reflex aus so geguckt hat und da nicht zugelassen hat. Er hat sich kaputt gelacht, wo ich das gesagt habe, ja. Prinz. Ja. Das ist anstandslos. Das ist wie wenn ich ihn auslache, weil er nicht gut riecht. Mach ich auch nicht. Ich kämpfe auch gegen alle hier, das ist mir egal. Auch wenn mich alle hassen, es ist mir egal. Das klingt wie ein Song. Es ist mir richtig egal, es ist kein Spaß. Und ich weiß, dass mir alle ins Gesicht lachen und danach über mich reden oder mich auslachen. Es ist mir egal. Ich lach dich nicht aus. Ich bin genug hart, um das alles auszuhalten.